Hallo und herzlich willkommen zu meinem Food Diary. Also mein Frühstück zeige ich euch nur einmal, weil es in Variation eigentlich jeden Tag dasselbe ist. Und zwar nehme ich immer Haferflocken, die kernigen, manchmal nehme ich auch Dinkelflocken, also da wechsle ich manchmal. Dann habe ich hier meine Chiasamen, die ich nicht irgendwie zu Gel erst verarbeite, die nehme ich so, wie sie sind. Und dann je nach Lust und Laune nehme ich hier zum Beispiel Dinkelgepufft oder diese Dinkelcrunchy von Rossmann, das finde ich sehr, 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 sehr lecker. Und dann kommt immer noch irgendeine Obstart dazu. Und so sieht das Ganze dann zum Beispiel fertig aus. Bei uns gibt es heute Chili con Carne, das blubbert hier noch ein bisschen vor sich her. Das macht Manu immer bei uns und wir machen das nicht irgendwie mit Maggi oder so, sondern halt mit passierten Tomaten und mit Hackfleisch und mit Mais und mit Kidneybohnen, wie man das halt kennt. Und dann kommt halt noch so Cheyenne-Pfeffer rein und dann haben wir hier diese Chilis-Flocken, die kommen da rein und Zartbitterschokolade kommt bei uns rein. Das solltet ihr echt mal ausprobieren. Das gibt dem Ganzen einen richtig schönen Geschmack. Heute Mittag gibt es total unspektakulär Nudeln. Und zwar sind das diese Bio-Dinkel-Fusilli aus dem Penny, die ich euch gezeigt hatte. Und dazu habe ich eine Tomaten-Käsesoße gemacht. Und weil Manu ja keine Tomatensoße isst, isst der einfach Zucker zu den Nudeln. Zum Mittagessen gibt es heute Kartoffelbrei, Gemüse und Gemüsebratlinge. Und zwar habe ich die, glaube ich, aus dem Rossmann. Gibt es aber auch bei Edeka. Und habt ihr ja in meinem Food Hall gesehen, gibt es mittlerweile sogar bei Penny. Das, was ihr da gerade gesehen habt, das waren selbstgemachte Wedges und Fisch. Und zwar habe ich da dieses Knusperfilet genommen, einmal Champignon und Mediterran. Und das gibt's beim Aldi. Ich mache heute einen ganz schnöden, ganz einfachen Nudelauflauf. Ich habe das Ganze schon mit Vollkornnudeln versucht. Das hat leider nicht funktioniert, weil die dann total matschig und bappig werden. Ich muss es mal mit Dinkelnudeln ausprobieren, ob das vielleicht besser ist. Oder vielleicht könnt ihr mir auch einen Tipp geben, mit welchen alternativen Nudeln das klappt. Weil ich nehme halt jetzt immer diese mit dem Hartweizengrieß und das ist ja nicht so die gesundeste Variante, obwohl der Nudelauflauf an sich eigentlich nicht wirklich gesund ist. Da kommt nämlich noch Fleischwurst rein, dann einfach hier so Dosengemüse. Ich habe jetzt hier Erbsen und Möhrchen. Dann geriebener Gouda. Ich nehme den auch gerne mal am Stück, aber jetzt hatte ich es nur so da. Und Schlagsahne, da kommt noch ein bisschen Geschmack dazu. Genau, und das war es eigentlich. Die Nudeln koche ich jetzt gleich vor und dann kommt das alles zusammen in die Auflaufform und in den Ofen. Also heute was ganz, ganz Schnelles, ganz Einfaches. Ich mache heute mal wieder, ja, bei uns heißt es Plinse, bei anderen wird es Eierkuchen oder Pfannkuchen genannt. Und zwar mache ich das immer mit Buttermilch, das macht das so schön locker und leicht. Und gebraten wird er bei mir fast ausschließlich mit Kokosöl. Das habe ich jetzt mal im Penny gekauft. Das ist schön, weil das ein relativ großer Pott ist. Und genau, das wird jetzt gleich mega, mega lecker. So sehen sie jetzt fertig aus. Und dazu gibt es Zucker und Zimt und Apfelmus. Also ganz klassisch. Zum Abendessen habe ich mir mit dem Sandwich Maker Sandwiches gemacht. Mit Vollkorntoast. Und dazu gibt es ein bisschen Gurke und Tomate. Ich habe mir heute zum Abendessen meine liebste Kombination gemacht und zwar ist das diese hier. Eiweißbrot, Frischkäse und Banane drauf. Das ist so eine geile Kombination. Probiert es echt mal aus. Und das hier ist auch ein Eiweißbrot mit Kräuterfrischkäse, Putenbrust und Gurke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!